Hi, willkommen, schön, dass ihr da seid. Falls ihr ganz aufgeregt auf dieses Video geklickt habt, bitte bedenkt, das hier ist der zweite Teil einer zweiteiligen Serie, die Anubis mir in stundenlanger Kleinarbeit durchgegeben hat. Also viel Spaß mit diesem Video hier, falls ihr Teil 1 kennt. Ansonsten schaut euch unbedingt den Hinweis an, den ich hier einblende oder spätestens unten in der Videodescription. Sonst könntet ihr sehr gefrustet sein. Denn wir schließen jetzt natürlich quasi nahtlos an das, was letztes Mal gesagt wurde. Und jetzt auf geht's. Quantenphysik für Lichtarbeiter. Ich weiß, es ist nicht immer leicht. Vielleicht muss man Passagen sogar 2 oder 3 Mal gucken. Aber es lohnt sich, wie ich finde. Und wenn ihr unbedingt mal eine Live-Session mit Anubis haben wollt, im Anschluss an diese beiden Videos, wenn ihr ihn also mal direkt ausfragen wollt zum Thema Physik, dann lasst mir unbedingt mal einen Kommentar da. Und natürlich freue ich mich ganz extrem über eure Likes, Abos, ich sehe das alles und ich freue mich über jeden Einzelnen. Also, viel Spaß jetzt! Willkommen! Wir sind im ersten Teil unserer Betrachtung der Physik darauf eingegangen, dass sich die Ideen der Wissenschaft und die Ideen der Spiritualität in den letzten Jahrzehnten merklich überlagern und vermischen. Wenn ihr sehr versiert seid in beiden Themen, dann kennt ihr vielleicht sogar Bücher wie das legendäre Tao der Physik, das Zitate aus spirituellen Texten neben Texte von Physikern legt und genau aufzeigt, dass beide Denkschulen versuchen, das Gleiche in unterschiedlicher Sprache zu beschreiben. Wir Götter arbeiten eben an vielen Fronten gleichzeitig, damit alle Disziplinen vom Theologen bis zur Onkologin aus ihrem Elfenbeinturm des Fachwissens herauskommen und aufeinander zugehen. In letzter Zeit funktioniert das auch ganz passabel. Ich werde mich am Ende dieser Lektion noch einmal dazu äußern, wie extrem Physik und Spirit gerade kollidieren. Doch nun weiter mit unserem Thema Physik für Lichtarbeiter. Ich habe im ersten Teil darauf aufmerksam gemacht, dass ihr dem Prinzip der Magie langsam aber sicher immer weiter auf die Schliche kommt. Dass es Magie ist, wenn ihr euren freien Willen und eure Energie bündelt, um Dinge zu erreichen oder zu manifestieren. Während euch die Spielregeln, also das allseits beliebte Gesetz der Anziehung, langsam bewusster wird, geht ihr jedoch immer noch oft davon aus, dass die nötige Energie für all diese magischen Vorgänge und Zufälle aus euch . Die allgemeine Annahme lautet, dass ihr die Energie für eure Wünsche und Vorhaben entweder selbst in eurem Körper erschaffen oder irgendwo stehlen müsst. In früheren Zeiten ging man sogar davon aus, dass man im Zweifel Tieren, Feinden oder sonstigen Opfern ihre Energie entziehen kann, um seinem Ziel näher zu kommen. Alle Opfer, die mit Blut zu tun haben, basieren auf diesem Grundgedanken. Ich vergieße das Blut eines Ziegenbockes, um große Magie zu wirken. Ich trinke das Blut meiner toten Feinde, damit ihre Stärke auf mich übergehen möge. Und während in solchen Vorgängen das berühmte Körnchen Wahrheit sitzt, solltet ihr euch vor solchen Arten der Energiegewinnung hüten. Immer. Eure Körper und euer Geist laufen nicht, weil ihr am Wegesrand so viel tötet und energetisch bestehlt. Tut mir leid, aber Menschen sind unfähig, selbst Energie zu produzieren. Sogar die Sache mit den Kalorien läuft anders, als ihr denkt. Nutzen hingegen könnt ihr jede Menge Energie. Vor allem die mentale Energie, mit deren Hilfe Gespräche wie dieses möglich sind, und die Lebensenergie, auch oft Kundalini genannt. Die wird übrigens am direktesten aus dem allumfassenden Äther generiert, von euren Wunderwerken namens Pflanzen. Der Weg von Sonne zu essbarer Energie ist hier am kürzesten.
Das heißt noch nicht, dass alle von euch zu jeder Zeit rein pflanzlich leben müssen, denn es gibt auf dem Planeten des freien Willens kein Müssen. Ich sage nur, wie Energie von euren Körpern aufgenommen wird. Der absolut größte Teil der Kraft, die euch als Wesen am Laufen hält, kommt jedoch direkt von Spirit und hat mit Essen gar nichts zu tun. Ohne eure Anbindung an alles, was ist, in jeder Sekunde eines jeden Tages, würdet ihr einfach aufhören zu existieren. Glücklicherweise ist das nicht möglich. So funktioniert Gott einfach nicht. Nichts befindet sich außerhalb der Schöpfungsquelle und nichts geht jemals verloren. Ihr könnt also keine Energie herstellen. Die Energie fürs Denken und Laufen hat nicht euer Verdauungstrakt hergestellt. Das Schlagen eurer Herzen ist kaum bedingt durch das Huhn, das du heute Morgen getötet hast. Aber kanalisieren könnt ihr eine beachtliche Menge an Energie, wie gesagt. Das ist sogar die herausragende Besonderheit lebender Dinge. Leben wird überhaupt so definiert, dass es erkennbar Energie benutzt, um ein Ziel zu erreichen. Die Bakterie kriecht vorwärts, der Baum bildet Blätter. Zurück zur Magie. In der Magie, wie auch generell im Leben, nutzt ihr, wie gesagt, verschiedene Energiearten. Zwei davon begegnen euch immer wieder mit ganz verschiedenen Namen. Geist und Körper, Gott und Göttin, mentale Energie und Lebensenergie, kosmische Energie und Kundalini, Yin und Yang und so weiter. Wenn du joggen warst oder Yoga gemacht hast, dann sagst du am Ende stolz, das hat mein Körper geschafft. Wenn du eine Geschichte schreibst oder ein neues Molekül entdeckst, dann hat das dein Geist geschafft. Völlig automatisch teilt ihr eurem Umfeld mit, welcher Energiesorte ihr euch für eure Zwecke bedient. Bis hier war es nun recht offensichtlich. Aber was passiert, wenn du sagst, dieses Buch ist meins? Dieser Hund gehört zu mir. Wenn du an die Formel vom letzten Male denkst, wendest du auch in diesen Fällen Energie und Willen auf. Du tust kund, wie deine Realität aufgebaut ist und übrigens nur deine. Es ist schwierig, das richtig in eure Worte zu kleiden, aber das Buch weiß dann quasi, wo es hingehört. Du hast in seine Energiematrix eingetragen, wer sein Besitzer ist. Ein Tier, das du adoptierst, weiß ab dann, wo es hingehört. So finden diese Dinge und geliebten Wesen auch ihren Weg zurück zu euch. Du hast sie entsprechend kalibriert, eingeschworen, entangled, deinen Willen kundgetan. Magie und Quantenverschränkung sind zwei Begriffe, aber ein Konzept. Quantenverschränkung ist der Name der verwendeten Technik, aber Magie ist der Vorgang, diese Technik anzuwenden. Und was ist das nun, diese Quantenverschränkung? Ihr habt es mit etwas Glück mal im Fernsehen gehört, zum Beispiel, wenn es um die aktuell auf der Welt laufenden Quantenexperimente geht. Das bekannteste Forschungszentrum dürfte hier derzeit das CERN sein. Hier versuchen Forschende sehr fleißig herauszufinden, wie Protonen, Neutronen, Elektronen und Photonen ticken. Die Arbeit des CERNs basiert zu enormen Teilen auf Versuchen wie denen von Stein und Gerlach, die bereits 1922 nachwiesen, dass Elektronen sich immer drehen, also einen sogenannten Spin besitzen. Ihr seid also, entschuldigt bitte, ganz schön spät auf dieser Party namens Quantenphysik angekommen. Wenn man vergleicht, wie weit ihr seit 1922 zum Beispiel im Bereich Flugzeuge und Raketen gekommen seid. Nun, also Elektronen drehen sich nicht nur um einen Atomkern wie die Erde um die Sonne,
Sie drehen sich auch um sich selbst, was man bei der Erde Tag und Nacht nennt. Wie im Großen, so im Kleinen, nicht wahr? Wissenschaftler nennen dieses Tag und Nacht, wenn sie ein Quantenteilchen betrachten, einfach Plus und Minus. So kennt man die Herren und Damen ja. Manchmal sagen sie auch, ein Teilchen hat Aufwärts-Spin oder Abwärts-Spin. Aber die Dimension, in der gemessen wird, ist ohnehin egal. Nicht egal ist, wie die Forschenden zu all diesen Erkenntnissen kommen. Sie schicken die einzelnen Teilchen nämlich durch eine Wand aus Magneten. Und über Magnete werden wir wohl ein eigenes Lehrstück machen müssen. Die Wissenschaft sagt, sie messen den Elektronenspin. Wenn sie ihre radikal aus dem Zusammenhang gerissenen Teilchen zwischen dem Nord- und Südpol eines Magneten hindurchschießen und dann betrachten, ob das Teilchen eher im Korb namens Minus oder eher im Korb namens Plus landet. Wichtig ist hier, das Teilchen wird immer nur das eine oder das andere tun. Es gibt keinen dazwischen. Ihr beobachtet somit die Dualität eurer Existenzebene in Reinform. Und schon das hat damals für einige Überraschung gesorgt. Jetzt zum Kern der Sache. Stellen wir uns die Teilchen kurz vor wie Schuhe. Menschenschuhe haben eine rechte und eine linke Variante. Dadurch, dass sie zusammen hergestellt wurden, bilden sie ein Paar. Sie sind in der Sprache der Physik verschränkt. Zieht man nur einen Schuh an, analysiert also seine Gestalt und findet dann heraus, dass man den rechten Schuh vor sich hat, so muss der andere Schuh in der Packung wohl ein linker Schuh sein, nicht wahr? Schließlich ist es ein Paar. Mehr Optionen gibt es nicht. Es gibt keinen neutralen Schuh, weil eure Füße nicht neutral sind. Die Tatsache, dass zwei Teilchen Paare bilden können, also verschränkte Quanten sind, wurde durchs Analysieren festgestellt. Eines der beiden Teilchen wurde durch den magnetischen Sensor gezwungen und es stellte sich heraus, dass man immer, wenn das Teilchen rechts herumdrehte, das andere Teilchen, das links drehende, sein muss. Bis hierher hatten die Forschenden den Anspruch, die Teilchen passiv zu betrachten. Wer den Schuh ansieht und analysiert, hat ihn deshalb ja noch lange nicht hergestellt. Die Aktion hat der Schuhmacher vollbracht. Ihr analysiert das Paar Schuhe passiv. Sonst dürfte es auch nicht unbedingt Messung heißen. Eine Messung ist normalerweise passiv. Sonst könnte man sich ja den Versuch verhunzen. Aber, ihr Lieben, an einem Magneten ist nichts passiv. Eine Messung unter Zuhilfenahme eines Magneten ist eine Aktion. Und ganz nebenbei, der Wunsch, das Teil zu vermessen, ist eine eigene Aktion, die von euch ausgeht. Es tut mir sehr leid, aber anwesende Menschen werden in absehbarer Zeit keine ernstlich objektiven Quantenmessungen hinbekommen. Der Beobachtereffekt ist hier gnadenlos. Ihr macht die Experimente, ihr beeinflusst die Experimente. Es gibt Wege, diesem Effekt zu entgehen, aber die müsst ihr erst noch für diesen Zweck entwickeln. Am schockiertesten war die Wissenschaft übrigens, dass sie irgendwann das Paar Schuhe zwingen konnte, sich komplett magisch zu verhalten. Sie messen Teilchen 1, den rechten Schuh, messen Teilchen 2, den linken Schuh, und zwingen dann das rechte Teilchen durch ihre Gerätschaften, seine Drehrichtung zu ändern. Sie zwingen den rechten Schuh zum linken zu werden. Und wenn sie dann das andere Teilchen anschauten, das sie unter Umständen weit, weit weggebracht hatten, dann war es auf spukhafte Weise auch zu seinem eigenen Gegenteil geworden. Ihr beobachtet also nicht nur die Wirkweise der Dualität des Kosmos, sondern auch seine schöpfergegebene Balance. Und wenn ihr nun mal kurz an das Karma-Prinzip denkt, dann könnte euch Angst und Bange werden.
Eine Aktion bedingt nicht nur in der Physik eine gleichwertige Gegenaktion. Zwinge keinen, das Gegenteil von dem zu tun, das er tun will. Denn du, mein Kind, bist verschränkt mit dieser Person, ob du es weißt oder nicht. Und du wirst einen ebenso großen Effekt auf dich selbst haben, wie auf den anderen. Vielleicht dauert es, bis du den entdeckst. Vielleicht dauert es 3 Leben lang. Aber was auf deinem Kerbholz ist, weil du Zwang angewendet hast, das bleibt dort, bis es verstanden und dadurch gelöst wird. Karma ist Physik. Aber natürlich funktioniert es nicht nur im negativen Sinne. Die Verschränkung mit anderen Lebewesen oder Gegenständen kann so viel subtilere Züge annehmen. Wenn du dir als Anhänger des Gesetzes der Anziehung etwas wünschst, dann setzt du auch deinen Willen ein, um dich mit deinem Wunsch auf Quantenebene zu verschränken. Das Objekt deiner Begierde, bleiben wir der Einfachheit halber bei einem bestimmten signierten Buch, das dir abhanden gekommen ist, das wird sich von willigen und völlig unwissenden Helfern in deine Richtung bewegen lassen. Hier spielen die beiden Tatsachen hinein, dass die meisten Menschen sowohl intuitiv als auch impulsiv handeln. Beides findet auf einer Schiene neben dem logischen Alltagsbewusstsein statt, was sehr vorteilhaft für solche Prozesse ist. Und dass sensitive Menschen im Grunde auslesen können, was in der Matrix eines Gegenstandes geschrieben ist, ist nun auch besser verständlich. Gib einem geschulten Medium ein Schmuckstück deiner Großmutter und die Person wird wie ein Sensor auslesen können, was ihr nicht sehen könnt. Wenn ihr versucht, die Grundlagen der Quantenverschränkung auf all diese Vorgänge anzuwenden, wäre es übrigens zu kurz gedacht, sich vorzustellen, dass ihr als Mensch links herumdreht und das Buch sich demnach bitte rechts herumdrehen muss, um zu euch zu passen. Der Austausch ist viel feiner und lautet: Bist du mein Buch? Das Buch lässt dich wissen, ich bin's. Das ist die physikalisch nachweisbare Grundlage der Intuition. Wir können also immer nur wiederholen, was Nikola Tesla zu Lebzeiten von uns ausrichten ließ. Alles ist eine Sache der Frequenz. Die Dinge gleichen sich dir frequenztechnisch an, wie das Buch. Ihr kommt miteinander klar, ihr seid harmonisch, auf der gleichen Wellenlänge. Sprache ist meistens treffsicherer, als ihr denkt. Nun haben gerade die Gegenstände natürlich einen eher begrenzten Rahmen, in dem sie sich anpassen können. Bei einem Tier ist das schon ganz anders. Aber selbst bei den scheinbar so toten Gegenständen gibt es einige bekannte Lehren, die sich mit dem Prinzip auseinandersetzen, wie sie energetisch auf dich und deinen Entfaltungsraum wirken. Eine davon heißt Feng Shui. Nun ist das alles gar nicht so neu. Es werden jetzt nur wissenschaftliche Belege dafür gefunden, was Energiearbeiter seit jeher wussten. Quantenverschränkung sehen Laien oft als Dinge, die sich aneinander angleichen, die im wahrsten Sinne des Wortes gleich werden. In Wirklichkeit aber bedeutet die Verschränkung, das eine Partikelchen wird zum Gegenstück des anderen, wie beschrieben. Das Buch ist deines, keine Frage, aber das bedeutet dennoch, dass es anders gepolt ist als du. Wie solltet ihr euch wohl sonst magnetisch anziehen? Das gesamte Konzept ist somit immerzu in Balance. Nicht das eine Teilchen messe und es dreht rechts herum und das andere dreht dann immer links herum. Dann stellen die Partikel ihre eigene Balance her. Und genau aus diesem Grund gibt es auch keine dunkle Materie. Alles, was ist, befindet sich zu jeder von euch wahrgenommenen Zeit in Balance. Und Balance ist der natürliche Zustand jeder Sache, auch einer Gruppe von 2 Partikeln.
Ihr werdet die vielbeschworene dunkle Materie niemals finden, weil das Dunkle ein automatischer Teil des Hellen ist. Alles andere wäre viel zu grob gedacht und auch viel zu gefährlich. Das dunkle, niedrig schwingende Teilchen sitzt in dem lichterfüllten materiellen Objekt automatisch mit drin. Wenn du das Dunkle in Anführungszeichen, also das niedrig schwingende, aus einem Objekt entfernst, dann wird es sich auflösen, weil reines Licht keine Masse besitzt. Wenn ihr alles niedrig Schwingende aus einem Objekt tilgt, dann wird es desintegriert. Wenn ihr alle Dunkelheit aus euch tilgt, dann heißt das Erleuchtung und euer Körper löst sich auf. Nur weil sich eure Quanten in einen Mantel aus niedriger schwingenden Frequenzen hüllen, seid ihr überhaupt sichtbar am Leben. Der viel zitierte Krieg zwischen Dunkelheit und Licht ist ein gefährliches Märchen auf der Quantenebene. Die Dunkelheit und das Licht tanzen gemeinsam den Tanz des Lebens. Frag nur die Inder. Ich gebe zu, all das eben Gesagte ist nicht leicht zu verdauen. Ihr bekommt momentan eure ganze Welt auf den Kopf gestellt, und zwar in absolut allen Themenbereichen. Ihr habt als Menschheit aber leider auch prokrastiniert. Ihr habt es verschleppt und nun muss die Abschlussarbeit gefühlt in einer Nacht fertiggestellt werden. Aber als Einzelkämpfer werdet ihr es kaum schaffen. Tut euch zusammen. Diskutiert, was um euch passiert. Nehmt jetzt aktiv teil an der Diskussion. Nicht nur an der Diskussion über die Zukunft der Arbeit, der Umwelt und der Technologie, sondern auch über die Zukunft der Teilchenphysik. Es gibt gerade rund um das vorhin erwähnte CERN Themen und Vorgänge, die selbst die Leute nicht verstehen, die dort schon lange arbeiten. Ja, es gibt auch Panikmacher. Und nein, der Large Hadron Collider wird euch nicht durch die versehentliche Öffnung eines schwarzen Loches auslöschen. Warum? Nun, wegen der Balance, von der ich gerade sprach. Und weil wir Götter es zu verhindern wissen. Wie eh und je. Aber ich habe mich vor kurzem meinem Channel gegenüber auch ausgiebig zum CERN geäußert. Und obwohl sie große Angst davor hat, diesen Text publik zu machen, werden wir es bald hier auf diesem Kanal tun, weil es einfach sein muss. Das Prokrastinieren hat jetzt ein Ende. Wenn das hart klingt, dann tut es mir leid. Verliert also keinesfalls die Hoffnung. Es ist und bleibt alles auf dem korrekten Pfad. Ihr könnt es derzeit nicht gut sehen, aber wir können es. Bitte bleibt hoffnungsvoll. Angst wird den laufenden Prozess negativ beeinträchtigen. Und wenn ihr eines derzeit nicht braucht, dann das.